immer glücklich bin, meine Frau. Oh, das wird unterhaltsam. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Wo ist der Kobold? Hey, du lautest die Fliegen weg. Platz hier! Ringo! Ringo! Von Ringo! Incendio! Du bist die Hilfe! Ich gucke zu, wie das Licht laut verschwindet. Deine Oma! Ein Jammer! Komm, Ringo! Platz hier! Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio! Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Patrick! Incendio!
Du willst mir was von Romantik erzählen? Als du das letzte Mal eine Rose berührt hast, hast du dich daran verletzt, während du einen Sack Gallionen verstecken wolltest. Er ist schwach. Ja, wirklich. Wann hat er sein letztes Tierwesen gefangen? Er streichelt die Dinger doch nur. Revelio. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Könnte der Phönix da drin sein? Stell dir den ganzen Vogel vor. Hab Gesetze nie verstanden. Schande, was du mit... Incendio!
Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Vor allem nicht die, weil wir... Du hast den Koboldhelm geklaut! Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Weniger in unserer Welt. Alohomora. Ist er wieder? Revelio.
Du hast offen die Punkreis gestohlen. Du vor, Glacius. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Dick wird sich freuen. Es könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Thank you.
Sieht interessant aus. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Dick Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen.
Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Ich habe den Helm nicht angefangen. Aber danke, dass du als erstes...